Ja, jetzt komme ich mal heute auf Robert Habeck zu sprechen. Und zwar sind ja sicherlich viele verwundert, sage ich mal, woher so soll, was man so empfindet, sein Deutschlandhass, wo der eigentlich herkommt. Er nennt es ja, er fand ihr Vaterlandsliebe steht zum Kotzen. Und das muss ja seinen Grund haben. Ich habe ja nun auch schon etliche Videos über, also die ich schon gedreht habe, auch über seine Kinderbücher und über Gustav Noske, was er da, das Theaterstück von dem Matrosenaufstand, was er geschrieben hat, wo er sich so radikalisiert hat. Das kann man ja merken, dass das in ihm drinsteckt. Und das hat ja viele Gedankengänge, sage ich mal, aus einer früheren Epoche bei uns in Deutschland. Aber ganz hintergestiegen war ich noch nicht so da, wo das dran liegen könnte. Ich hatte so meine Vermutung gehabt. Ich habe ja auch mal über seinen Namen mal recherchiert, ob er vielleicht irgendwelche Großeltern hat, die so eine bestimmte Uniform getragen haben. Aber da hatte ich bisher eigentlich nie richtig was gefunden, weil ich ja natürlich immer nur unter dem Namen Habeck nachgeschaut habe. Und ja, und er hat ja nun Deutschland ja auch einen großen Teil dazu getan, das an den Kipppunkt zu führen oder noch darunter, weil er scheint ja wirklich eine Abneigung gegen Deutschland zu haben. Und das erklärt sich natürlich auch raus. Er hat jetzt ja in der Bunden, hat er ja selber ein Interview gegeben. Da wollte er sich ja natürlich als Demokratie sagen, dass er so dafür kämpfen tut, durch dieses düstere Familiengeheimnis, das er ja hat. Und zwar, das war ja nun wirklich der Hammer. Damit hätte ich nun noch eingerechnet, dass das so was Geiles bei rauskommt. Denn das hatte ich mir schon lange bei ihm gedacht, diese Radikalisierung, die in ihm drinsteckt, da sind wohl einige Gene von seinem Opa und seinem Urgroßvater durchgekommen. Sein Urgroßvater, der Granzo, er war ja ein ganz enger Vertrauter von Goebbels. Das ist ja hier aufgeführt. Und der war bei der SS. Und dann ist hier unter, ist ja sein Opa praktisch. Wenn man ihn da vergleicht mit Habeck, also was für eine Ähnlichkeit bei dem ist. Da wird zwar in den Artikeln nicht ganz so viel drauf eingegangen. Und er ist bei der SA gewesen, er ist bei der SS gewesen. Und das will ich nun mal nicht so drauf im Einzelnen drauf eingehen, weil das ja auch nicht so wichtig ist. Das kann man ja auch sogar nachschlagen. Es gibt jetzt ja auch große Artikel darüber. Wir haben ja alle unsere Vergangenheit von unseren Familien. Ich habe ja meine Familie ja auch nachgeforscht. Mein Vater ist Heimatvertriebener aus Posen. Sein Bruder ist als Soldat mit Bauchschuss mit 25 gestorben und mein Opa, väterlicherseits, der ist ja praktisch nie wieder aufgetaucht. Keiner weiß, wo er abgeblieben ist. Nur wenn ich sowas gelesen hätte, dass mein Großvater oder Opa und Großopa SS und SA gewesen wäre, das würde mir aber gewaltig auf die Nieren gehen. Denn es gibt ja so diesen Spruch über die epigenetische Veränderung, die man von Generationen in sich trägt und vererbt, dass die vorhanden sind. Und da ist sicherlich was Wahres dran. Und man sieht ja auch bei Baerbock, die hatten Opa gehabt, der SS war. Friedrich Merz hat einen Opa gehabt, der SS war. Nee, das ist nicht so, dass wie der Kra sagt, dass das alles liebe Burschen waren. Und die SS im Großen und Ganzen und die SA, das war ja nun wirklich eine politische Schlägertruppe, wollen wir sagen, die nun wirklich Masse Dreck am Stecken hatte. Dem wir auch das Ganze im Endeffekt ja zu verdanken haben. Wir, meine Eltern, auch die Flucht oder mein Vater die Flucht und das Ganze, was da drum ist, die ganze, wollen wir sagen, ihre Umgebung, ihre Heimat, wo sie damals gelebt haben, von heute auf morgen restlos verloren haben, ihren Besitz verloren haben. Und das Interessante ist ja auch der Urgroßvater praktisch von, der heißt ja, wie heißt er da schnell nochmal? Walter Granzow, den haben sie nach dem Krieg ja für 3 Jahre in den Knast gesteckt. Und der Besitzer, das wurde ihm abgenommen. Also seine Mutter ist im Endeffekt, also von Habeck, die Mutter, Hildegard Granzow, die ist ja im Endeffekt total verarmt gewesen. Aber das macht ja auch nichts. Das hat ja auch andere Leute getroffen. Wollen wir mal sagen. Also das ist ja eine ganz harte Truppe, die Habeck, seine Vorfahren. Und da spiegelt sich ja anscheinend in Habeck ja auch wieder dieses Zweideutige, was, oder dieses miese Spiel, das er spielt. Nur er hat das ja, wie er sagt, er hat das ja gelernt, er hat sich damit beschäftigt. Er denkt und redet und fühlt wie diese Leute. Und das hat sein politisches Leben beeinflusst.
Und deswegen kann er die Leute auch so fürchterlich manipulieren und reinlegen. Er sagt das heute so und plant ganz was anderes. Also das ergibt schon alles Sinn. Und dann habe ich ein Buch gerade vorher gehabt, bevor das kam. Das hatte ich mir mal besorgt. Das kostet 13 Euro. Also viel wertvoller wie Habeck seine scheiß Kinderbücher, die er schreibt, diesen Quatsch, den er schreibt. Und dieser Mann hat sich auch mit der Ukraine und das darunter rum und diese ganzen Kartelle, die wir inzwischen hier haben, also wollen wir sagen, von den Juristen, von der Presse, von den Politikern, was dazu gehört, das ist ja schon ein richtiges Kartell. Keiner kontrolliert den anderen mehr, das ist eine Blase geworden im Endeffekt. Da ist er drauf eingegangen und dann hat er was Interessantes geschrieben, warum Menschen so werden. Und das trifft eigentlich im Endeffekt auf Habeck im Endeffekt genau zu. Und da hat er geschrieben: Unter diesen Umständen stellt er schon keine psychologische Spekulation mehr dar, ihren Hass auf das eigene Volk zu bescheinigen und als dessen Basis einen tiefsitzenden Selbsthass zu diagnostizieren. Moralisch verbrämt und ideologisch rationalisiert durch die Berufung auf utopische Luftschlösser. Neurotisches, selbstschädigendes Gutmenschentum ist nämlich nicht zuletzt die Kehrseite von Selbsthass. So wie bei einer gesunden psychischen Entwicklung der Stolz auf die eigene Herkunft, die eigenen Vorfahren oder die eigene Nation zum Selbstbewusstsein beiträgt, nicht als einziger Faktor, aber auch nicht als der unwichtigste, so gehen umgekehrt Hass und Verachtung gegenüber dieser Herkunft mit tiefer Selbstverachtung einher und führen, da man diese auf die Dauer nicht aushält, zu dem Versuch, sich innerlich und äußerlich von der Herkunft, den Vorfahren und der Nation zu distanzieren, denen man diese Selbstverachtung zu verdanken glaubt. Sie führt des Weiteren zu dem Versuch, sich das Recht auf Selbstachtung zu erkaufen. Unter anderem deswegen können die Opfer nicht groß genug sein, die man für alles und jeden zu erbringen bereit ist, also für die Ukraine und sowas, und vor allem aber von anderen fordert, von uns Bürgern, sofern der Empfänger nicht mit der eigenen Nation zu tun hat. Das ist die Ukraine und die anderen alle. Dieser Selbsthass ist in Deutschland zwar besonders ausgeprägt, aber keine deutsche Spezialität, sondern wird in Gestalt des White Guilt Paradigmas mit vergleichbarer Wirkung nahezu allen Völkern Europas und Nordamerikas gepredigt. Das negative kollektive Selbstbild, das diesen Völkern angetrichtert wird, dient als Hebel, sie gegen jeden Akteur zu mobilisieren, auf den man das Negative projizieren kann. Dass Angehörige dieser Völker an sich selbst bekämpfen zu müssen glauben, weil sie dazu erzogen wurden. So konnte die rot-grüne Regierung 1999 die Deutschen unter der aberwitzigen Parole Nie wieder Auschwitz, das war Joschka Fischer, in den Kosovo-Krieg jagen. Und so braucht man Putin nun zum neuen Hitler auszurufen, um vorhersagbare pawlowsche Reaktionen auszulösen. Der Russe taugt als Feindbild schon deshalb so gut, weil er schon das Feindbild der Kriegsgeneration war. Je mehr man ihn zum Nazi stempelt, Klammer auf, wozu man die wirklichen Nazis ignorieren muss, die in der ukrainischen Uniform kämpfen, und die gibt es, das habe ich jetzt auch gefunden, desto weniger braucht man dem eigenen lediglich verdrängten Nazitum Zügel anzulegen. Da es für die gute antifaschistische Sache ist, kommt es weder auf die eingesetzten Mittel an, noch braucht man sich der Mentalität zu schämen, die in diesem Kampf sichtbar sind. Der Russenhass, die Kriegsgeilheit, die paranoide Verdächtigungsunkultur und das militärische Maulheldentum, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg um sich greifen, schlagen zwar aus dem bisherigen Selbstbild ihrer Träger, nennen wir sie par pro toto die Grünen, ins Gesicht, können aber dennoch kaum noch Verwunderung erregen. Sie sind lediglich die jüngste Erscheinungsform des totalitären Ungeistes, der spätestens seit der Corona-Krise endgültig zum Durchbruch gekommen ist und die Mentalität des Kartells und seiner Anhänger prägt. Alles, worüber man sich noch hätte wundern können, ist in den vergangenen Krisen im Umgang mit der inneren Opposition bereits durchexerziert worden. Das Kartell macht Außenpolitik, wie es Innenpolitik macht, mit der gleichen Mentalität, aber voraussichtlich noch katastrophaleren Ergebnissen. Ja, besser kann man das nicht schreiben. Das ist, Habeck, kann man sagen, ist Nazi-Grün geworden. Die haben jetzt das System, haben sie gekapert, nur sie verpacken es in einem neuen Gewand und die Menschen merken es nicht. Also, diese Leute führen uns richtig auf dem direkten Weg in die Katastrophe rein oder haben uns schon reingeführt. Und die Steigerung werden wir abwarten, wie weit die gehen wird. Also ein Zurück gibt das nicht. Entweder hauen die sich dann noch lange die Ohren um oder wir kriegen als erste Nation mal richtig so ein paar Atompilze zu sehen, die geschossen werden. Also fürchterlich, was die angerichtet haben.